Das Seeland wollte sich jüngst auf der Landesgartenschau in Aschersleben mit einem großen Programm den Besuchern präsentieren. Die Stadt ist in der Vergangenheit etwas ins Abseits geraten. Noch immer lastet der Erdrutsch am Concordiasee bei Nachterstedt auf der noch recht jungen Stadt. Bei der Katastrophe im Juli 2009 waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Die touristische Zukunft der ehemaligen Tagebauregion steht nach wie vor in den Sternen. Eine Last, von der man auf der Landesgartenschau gerne ein Stückchen abgeworfen hätte. Wir wollten uns heute eigentlich präsentieren in einem großen Publikum, sodass unsere Stadt Seeland noch bekannter wird. Wir sind ja immer noch Außenstelle der Landesgartenschau. Aber mit unserem Unglück ist das natürlich ein bisschen schief gelaufen. Aber dieser Tag heute, den wollten wir eigentlich ganz groß rausbringen und wollten uns dann geballt hier präsentieren. Das Wetter drückte die Stimmung dann doch etwas nach unten, denn es war der 2. Tag in Folge mit Dauerregen auf der Gartenschau. Schon am Vormittag hatten sich die Kinder der Schulen im Seeland nicht beirren lassen und ihre Programme dargeboten. Am Nachmittag waren es dann Vereine aus den Ortsteilen Holm, Schadeleben, Nachterstedt, Gartersleben und vor allem Frohse, die sich präsentierten. Zum Beispiel mit einer historischen Modenschau, die die Gäste durchaus zu begeistern wusste. Begleitet wurde die kurzweilige modische Zeitreise vom gemischten Chor aus Frohse. Die Vorsitzende des Frohser Vereins mit dem sperrigen Namen Verein für Frauen, Kinder und Seniorenarbeit e.V. nahm es aber locker, dass die Besucher wetterbedingt sehr handverlesen waren. Ich finde, es war trotz alledem doch ganz gut besucht. Wir hätten uns gefreut, wenn 200 hier gesessen hätten. Aber wir haben das schon erlebt. Wir haben ja beim Sachsen-Anhalt-Tag sehr viele Zuschauer immer und haben auch bei vielen, vielen anderen Veranstaltungen volle Säle. Hauptsächlich beim Sachsen-Anhalt-Tag. Da sind wir ja auch schon das 14. Mal dabei gewesen. Mit der Modenschau im Wandel der Zeit. Und auch die Bürgermeisterin der Stadt Seeland konnte dem schlechten Wetter und den wenigen Zuschauern noch etwas Positives abgewinnen. Das ist aber wieder typisch für uns Seeländer. Wir lassen uns von nichts unterkriegen, so wie wir eigentlich die Katastrophe auch gemeistert haben, gemeinsam. So ist das eigentlich heute wieder typisch für uns, diesen Tag, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht so eher passen, dass wir das einfach gemeinsam durchstehen, durchziehen und alle sind dabei. Und das macht mich heute eigentlich, wenn ich nach Hause fahre, doch stolz und glücklich.